Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Pal World. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's mit unseren ersten Schritten. Pfeil und Bogen sind gebaut. Als nächstes bauen wir uns jetzt mal so eine Palsphäre und dann werden wir versuchen, unsere ersten Tierchen einzufangen. So wie es da oben steht, stelle eine Palsphäre her und dann greife einen Pal an, um ihn zu schwächen und wirf dann mit Q eine Palsphäre, um den Pal zu fangen. Das probieren wir aus. Also, Palsphäre. Mal gucken, wie viel können wir herstellen. 10 Stück. Ich würde sagen, stellen wir ruhig alle her. Dann können wir gleich mehrere Pals versuchen zu fangen. Und vielleicht stellen wir auch vorher nochmal hier diese Palbox her, wie es da auch noch steht. Suche dir eine flache Stelle und baue eine Palbox. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Das heißt, die sollten wir dann wahrscheinlich relativ zentral erstmal aufstellen. Und ob wir endgültig hier bleiben, weiß ich ja eh noch nicht. Wir haben bis jetzt ja kaum was gesehen. Wir müssen, glaube ich, erstmal noch ein bisschen weiter rumlaufen und erkunden, bevor wir einen endgültigen Base-Spot finden. Aber erstmal können wir hier bleiben für den Moment, würde ich sagen. Ist das ganz okay. Und erstmal ein bisschen reinkommen, auch ins Bausystem und so. Wir haben ja noch gar nichts gebaut. So, Palsphäre haben wir. Greife auf deine Palbox zu und rufe einen Perl ins Lager. Wir haben ja noch gar keine Palbox gebaut. Die haben wir im Baumenü gehabt. Die Palbox, die war hier. Können wir jetzt gerade nicht mehr bauen, weil wir keinen. Aber gut, Stein können wir eben nochmal kurz. Oh, da ist so ein Hirsch. Oh, da ist so ein Level 9. Ich glaube, so gegen so einen haben wir keine Chance. Wahrscheinlich können wir so einen noch gar nicht fangen. Okay, holen wir mal ein bisschen Stein. Und dann stellen wir erstmal diese Box auf. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir die haben, bevor wir den ersten Perl fangen. So. Ich wollte ja diese Dinge im Hintergrund haben. Jetzt habe ich die Werkbank eigentlich schon falsch aufgestellt, weil ich will dann, wenn die Ausrichtung so haben, dass wir zu dem ausgerichtet sind, zu diesen Steinbögen, weil die einfach, das gefällt mir richtig gut im Hintergrund. So, also, P-P-Pelbox. P-P-Pelbox. So. Ja, ich würde sagen, hier ist doch einigermaßen zentral, oder? Und dann haben wir das auf jeden Fall im Hintergrund. Können wir da vielleicht irgendwo da hinten dann unser erstes Häuschen aufbauen? Vielleicht müssen wir das Lagerfeuer nochmal wegnehmen und die Werkbank und so. Ich hoffe, man kann Sachen dann auch wieder abbauen. Ja, komm, die kommt jetzt hier hin. Okay, bauen. Und da hinten ist auch so ein Feuerfuchs. Den könnten wir vielleicht schaffen. Die hatten Level 3, die wir gesehen haben. So, die haben wir. Palbox Management. Okay, wir haben ja noch keine gefangen. Lagerverbesserung. Oh, baue eine Holztruhe, setze einen Pal für die Arbeiten im Lager ein. Und dann. Maximale Anzahl von Arbeit. Aha. Okay, interessant. Sehr cool. So, ihr Pals, jetzt ist es soweit. 15 von den Sphären haben wir. Und wie viel Munition haben wir? 36 Pfeile. Und hier rennt eine ganze Menge rum. Was ist denn das für eine. Ach so, ich würde sagen, was ist das für eine komische Linie hier? Das ist der Radius von unserer Box da. Okay. Heißt das, wir sollten alles nur innerhalb von diesem Radius aufbauen? Ist aber nicht wirklich groß, wenn man das jetzt nur so guckt. Ne? So viel Platz ist das gar nicht. Aber okay. So, was bist du denn? Kativa, Level 3. Du rennst hier gerade so nah dran rum und du siehst gut aus. Die sehen alle gut aus. Wenn wir danach gehen, müssen wir sowieso alle fangen. Das ist also egal, wie die aussehen. Aber die sehen alle cool aus. Deswegen, wenn es danach geht, müssen wir auf jeden Fall alle fangen. So, okay. Schießen. Wow. Die ist ja schon fast tot. Ball drauf. Und. Und, den haben wir doch. Haben wir, Leute. Wie gut. Wir haben unsere. Gibt sich extrem selbstbewusst in der ist in Wahrheit aber ein feiger Schwächling. Okay. Von einem Kativa nicht ernst genommen zu werden, ist die allergrößte Demütigung überhaupt. Alles klar, ich glaube, wir haben ein sehr starkes Perl gerade gefangen. Rufe einen gefangenen Perl mit E. Da ist er. Hallo? Hallo? Wo willst du hin? Hier geblieben. Es ist immer noch angeschlagen. Es rennt weg. Unser eigenes. Nein, es holt Dings. Wie gut. Wie gut ist das denn? Oh, das ist der Hammer. Guck mal, wie es ankommt. Es sammelt Sachen. Unser kleines Kativa. Es bringt Holz. Es bringt Holz in die Kiste. Ist das cool? Komm, wir legen unsere Sachen auch mal da rein. Da sind wir ein bisschen leichter unterwegs. Schmeiß mal alles rein hier. Pfeile nach oben. Warte mal, was. Ja, hier kommen diese Palseele. Packen wir da auch mal rein. Was war das? Das ist Erz. Was wir behalten, sind hier die Munition behalten wir. Unsere gebratenen Berries. Was ist das? Das war Saatgut und die Münzen, die wir gefunden haben. So, guck mal, da kommt er wieder.
Ist das gut? Okay, aber der ist angeschlagen. Der stand nicht dabei. Man kann die irgendwie ins Lager packen und dann heilen die sich. Der blinkt ja richtig. Die haben auch eine Hungeranzeige, ne? So, ach guck mal, da helfende Pfote, Level 1, Samtpfoten. Angsthase und Flink. Kann man sich das irgendwie noch genauer angucken? Oh, jetzt habe ich ihn. Oh, das war. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, da reingetan. Ja, wir haben ihn da reingetan. Und da hat man da Symbole. Eine Hand, ein Blatt, eine Spitzhacke und was ist das? Eine Lagerkiste. Aber was heißt das, ist die Frage. Steht nicht dabei. Arbeitsstatus, Freizeit. Essensmenge, 2 Brote hat er angezeigt. Also er isst nicht viel. Ist das gut, Leute? Aber wie sehen wir jetzt? Können wir das im Paldex dann sehen? Ja, hier sieht man. Okay, das heißt Handwerk. Die Hand heißt Handwerk. Transport, Sammeln und Bergbau macht er. Mögliche Beute, rote Beeren. Ist das cool. Ach, guck mal. Alles klar, wenn wir also jetzt hier über die, die wir gesehen haben, wissen wir noch nichts. Aber wenn wir ihn gefangen haben, dann wissen wir was über den Perl. Okay, ist der jetzt da drin? Ja, ne? Und guck mal, der ist schon geheilt. Cool. Wir lassen ihn trotzdem mal da drin. Okay, alles klar. Jetzt wissen wir, was wir für diese Folge machen. Wir gehen rum und fangen alle möglichen Perls. Greife auf deine Perlbox zu und rufe einen Pass. So, das haben wir nicht gemacht. Ne? Wenn wir das machen, kriegen wir eine Lagerverbesserung stand da. Wir müssen den ins Lager rufen. Wie rufen wir den so ein Perl ins Lager? Ist doch im Lager. Ach nee, da unten ist Pelz im Lager. Wie kommt er da unten? Ach so, okay. Jetzt ist er im Lager. Und er braucht ein Bett, wenn er im Lager ist. Zu der Steine. Das ist so cool. Du bist so gut. Ihr seid alle so gut. Aber du bist besonders gut, weil du bist unser erster Perl. Kativa. Level 3. Ich find's gut. Okay. Aber vielleicht sollten wir... Hier, komm mal her. Komm mal... Du. Wie nehme ich dich? Er macht irgendwas. Er arbeitet jetzt nicht mehr. Kann ich den einfach wieder hier? Jetzt haben wir ihn wieder dabei, ne? Wir nehmen die mal mit. Vielleicht können wir die ja auch leveln. So, öffne das Inventar, benutze ein Ess. Wir haben doch gegessen. Achso, wir sind schon wieder hungrig. Ach, und die kriegen auch Hunger. Die kriegen auch Hunger. Die müssen wir auch füttern. Ah, das ist so gut, Leute. Das ist so ein gutes Spiel. Okay. Ach, guck mal, unsere Sachen fangen an kaputt zu gehen hier, ne? Alles klar. Wenn du ein Level aufsteigst, öffne... Achso, wir sind... Ja, wir haben Level-Punkte noch zu verteilen, ne? Worauf geben wir denn jetzt mal was? Arbeitstempo? Oder nochmal Ausdauer? Oder vielleicht sogar einmal was auf... Wir wollen ja jetzt anfangen zu kämpfen, ne? Oh, Lebensenergie gibt 100 dazu. Ja, komm, wir nehmen mal Lebensenergie. Dann haben wir ja auch noch wieder hier... Hier müssen wir auch noch Punkte haben. Jawohl. Was haben wir hier? Normaler Schild. Ein mithilfe von... Palladium-Technologie hergestellter mysteriöser Schild. Regeneriert sich automatisch, nachdem er einige Zeit lang keinen Schaden. Hört sich nützlich an. Lernen wir erstmal. Ein Speer ist immer gut. Was haben wir hier? Klamotten, Stoffkleidung. Futtertrog. Kann mit Futter gefüllt werden und Pelz in deinem Lager. Und Pelzen werden... Okay, das für automatische Versorgung. Alles klar. Okay. Was geht jetzt? Fange 5 Lambal und erhalte Erfahrungspunkte als Bonus für deinen Paldex. Oh, warte mal, können wir jetzt eigentlich... Stimmt, wir haben das einmal kurz da reingetan, ne? Da sind Lamas, ich will Lama-Alpakas. Da hinten sind sie. Das sind nämlich, das sind gar keine Strümpfe, die haben 4 Beine im Gips. Deswegen sind die auch Lama-Alpakas. So, haben wir jetzt hier nicht die... Ach nee, er muss im Lager sein aktuell, dann können wir es verbessern, oder wie? Geh nochmal da rein. Dann kann man jetzt hier was... Lagerverbesserung. Was kostet das? Nix. Wie gut, jetzt... Werkbank, baue ein mieses Bett. Ah, jetzt können wir... Weil wir nehmen trotzdem mal raus, weil wir haben kein Palbett gebaut. Okay, jetzt mieses Bett bauen und dann... Was stand da jetzt? Mieses Bett? Nur noch mieses Bett, den Rest haben wir. Okay, aber wir gehen jetzt immer los. Da oben sind Lammbälle. Wir sollen Lammbälle fangen. 5 Stück. Okay, wie viel Dings hatten wir noch? Wir hatten auf jeden Fall noch genug, ne? Sphären. Ich bin gerade total begeistert davon. Das hat auf jeden Fall richtig gute Mechaniken. So, drauf hier. Guck mal, da wird vorher schon angezeigt. 100%. Die sind ganz einfach zu fangen, so wie es aussieht. Da haben wir nochmal einen Level 2 Lambal. Ich will ihm nicht auf den Kopf schießen. Das macht mehr Schaden, habe ich schon festgestellt. Wir sind auf jeden Fall Kopftreffer. Und wie er angerollt kam. Oh, wie gut. Die Sammelsucht wird mich hier schon packen, Leute. Ich merke das jetzt schon. Da sind die... Ach nee.
Ich würde sagen, da ist ein Feuerfuchs. Nee. Da brennt irgendwas. Doch, es ist ein Feuerfuchs. Da steckt hier. Da schläft der? Nee, der ist tot. Warum ist er tot? Und das ist ein Ei. Oh, sieht das cool. Ein heißes Ei. Genommen. Baue einen Brutkasten um. Oh, wie gut ist das denn? Das wird ja immer besser. Es gibt auch noch Eier, die irgendwo rumliegen. Was bist du? Wer tötet denn hier die ganzen Füchse? Hier ist noch einer tot. Oder sind die runtergefallen von irgendwo? Bist du das? Hast du die ganzen Füchse getötet? Oh, was ist das da hinten? Und da rennen noch mehr. Da rennt noch irgendwas hier vorne. Oh, wir reden erstmal mal weiter gucken. Ich habe den Schnellreisepunkt oben nicht genommen, ne? Was seid ihr denn? Ein Tiefhand. Und was bist du? Das ist ein ganz schön großes Vieh. Es rennt aber weg. Es rennt weg. Oh, ich will ein Tiefhand. Oh, ich will... Oh, ihr seid super. Ich will sowas von ein Tiefhand. Einen von euch müssen wir jetzt mitnehmen. Die rennen weg. Naja, der eine rennt weg. Autsch. Oh, wie er die Augen zusammenkneift. Vorsicht. Okay, draufwerfen. Komm schon. Er zeigt sogar vorher schon an, wenn man den Ball hält, wie viel Chance man hat. Komm schon, ich will einen Tiefhand. Der andere schießt. Nee, was macht der? Schießt der auf uns? Nee, der grunzt da hinten rum. Tiefhand! Kann aus einem Organ, von dem angenommen wird, dass es seine Nase sei, große Mengen an Wasser sprudeln lassen. Die Frage, ob es nicht doch einfach nur Rotz ist. Was bitte? Wie gut. Oh, der schießt. Nein, der andere kommt aus dem Weg, aus dem Weg. Was bist du? Eine Palsphäre. Nimm mit. Oh, macht Schaden. Macht Schaden. Wirft den Ball. 73% Chance. Wir riskieren's. Konnte man nicht auch irgendwie eine Ausweichrolle machen? Doch. Ah, okay. Wie cool. Wir haben einen Tiefhand. Wir müssen sofort gucken, was ein Tiefhand ist. Wir müssen auch hier mal jetzt lesen. Was kann der? Handwerk, Transport, Farmarbeit. Mögliche Beute, Wolle, Lammballfleisch. Kommt auf abschüssigen Wegen leicht ins Rollen. Weil ihm dabei schwindelig wird und es nicht mehr auf die Beine kommt, steht es ganz unten in der... Oh, ist das gemein. Weil es im Berg ist, die rollen den Berg runter, dann können sie sich nicht mehr wehren. Das haben wir schon gelesen, ne? Nur die Frage... Achso, die Frage, ob es einfach nur Rotz ist, ist Gegenstand hitziger akademischer Debatten. Okay. Ja, egal, solange die Felder bewässert werden, ist mir egal, ob er auf, kann er von mir aus auch auf die Felder raufniesen, wenn er uns Felder bewässern kann. Ist das gut, Leute? Wir sollten vielleicht diesen Schnellreisepunkt da bei uns in der Nähe von der Basis holen. Was ist das hier? Tiefhand. Finde ich super. Könnte schon gleich eins meiner Lieblingstiere werden. Oh! Level 9. Was haben wir? Wir haben noch ein Level up, ne? Oder nicht? Haben wir nicht noch Punkte? Doch, ne? Wir haben Level up. Guck mal. Futtertrog auf jeden Fall. Oh, hier. Bärengarten, Viehfarm. Einfacher Gleitsch. Oh, den sollten wir auf jeden Fall mal lernen. Feuerbogen gibt es sogar auch. Hölzernes Wohnzimmermöbel. Oh Leute, ich glaube, das Spiel ist richtig was für uns hier. Ein dekoratives Einrichtungsset. Alles klar, man kann es sich also gemütlich machen. Das Spiel hat gleich schon mal Dekorationen dabei. Hölzernes Barmöbelset. Es wird ja immer besser. So, was haben wir hier? Vier Viehfarmen. Eine Farm für Schafe, Hühner und ähnliche Pelz. Weise der Farm geeignete Pelz zu und sie werden automatisch Ach, wie cool. Wir haben doch jetzt hier, wir fangen doch gerade diese Lammbälle ein. Guck mal, die lernen wir schon mal gleich, so eine Viehfarm. Dann haben wir keine Punkte mehr und wir können auch wieder was hier verteilen. Ja, komm mal, ich habe das Gefühl, wir haben echt wenig Ausdauer. Wir können gar nicht so lange laufen, nicht lange klettern oder sowas. Nimm ruhig nochmal Ausdauer. Wo ist der Vogel hin? Wahrscheinlich können wir so einen eh nicht einfangen. Achso, wir haben ja jetzt hier unsere Dings dabei. Ne, können wir die nicht sogar angucken? Hier, wie kann man das durch? 1 und 3. Da ist er. Der Tiefhand. Komm mal her, Tiefhand. Ah, wie gut. Wo willst du hin? Hier geblieben. Wir sind, halt, wo rennt er denn hin? Warum rennen die immer alle weg, wenn man die rauswirft? Was macht es? Tiefhand. Er kann eine Wellendusche. Jetzt rennt... Hallo? Ah, jetzt hat er sich... Jetzt ist, läuft er jetzt mit uns mit oder wird er da jetzt stehen? Ich glaube, er kommt mit, ne? Ja, der kommt mit uns mit. Ist das gut? Kämpft er auch? Oh ja, er kämpft. Halt, nicht, mach ihn nicht tot.
Oh, wie cool. Er kämpft auf jeden Fall mit. Wir haben noch einen Lamm bei. Wir müssen 5 Stück. Oh, ein Affe. Will ich auch haben. Aber der Nightwing. Level 9. Und hier so ein... Was haben wir da drüben noch? Was blinkt? Da blinkt wieder so... Ach, das ist wieder so eine Notiz, ne? Nehmen wir mit. Was rennt da? Ach, der so ein Gumos. Oh, hier ist ein Foxparks, Leute. Stufe 6. Müssen wir holen. Aber erstmal hier aufheben. Notiz eines schiffbrüchigen Tag 11. Was denn das? Da läuft ja einer rum. Wilderer. Oh, es gibt hier NPCs. Also auch menschliche NPCs. Hier, wie cool. Wilderer. Oh nein, die knallen die Dings ab. Die Foxparks. Schieß mit, Fanti. Das finde ich ja cool. Oh, so ein Pinguin will ich auch. Oh, da ist noch einer. Haben wir. Oh, die haben eins eingesperrt. Oh, das ist ja, das Spiel wird ja immer besser, Leute. Wo ist Fanti? Kämpft noch gegen irgendwas. Hier steht noch einer unterm Dings. Was macht denn Fanti da? Fanti ist im Kampf. Gegen wen kämpfst du? Jetzt habe ich ihn wieder aufgesammelt. Wollte ich gar nicht. Egal. Da ist noch einer. Hier. Wildererschütze. Ich glaube, der hängt da fest. Sehr schön. Wir schießen ihn trotzdem ab. Und jetzt bewegt er sich. Cool. Was schmeißen die ihn weg eigentlich? Sturmgewehr-Munition. Okay, das war, glaube ich, noch eine Ecke von entfernt. Wir sind ja gerade mit Pfeil und Bogen unterwegs. Aber die haben alle die Füchse erschossen. Oh Mann. Da war ein Level 6. Was? Ah! Was macht es? Er verbeugt sich vor uns. Weil wir die Wilderer besiegt haben? Ist das. Nee, er frisst den. Ich weiß, er verbeugt er sich vor uns. Das wäre ja so cool gewesen, wenn die jetzt irgendwie. Weil wir Wilderer töten. Ich glaube, er frisst einfach diesen armen Fuchs. Okay, und. Oh, wie süß! Guckt euch den mal an. Befreien. Das ist ja richtig cool. Haben wir ihn automatisch? Eisdrüse haben wir bekommen. Ja, wir haben Yoltok Christ. Gibt man Yoltok Christ einen Stoß, setzt es die in seinem Körper gespeicherte Kälte frei, die den Angreifer bis ins Mark erschüttert. Okay. Oh, wie süß. Wie gut. Du bist auch süß. Was kannst du? Bewässerung. Level 1. Und du kannst? Kühlung. Biberbombe. Der ist ja mal richtig gut. Der frisst einfach die ganzen Füchse. Ich muss sagen, kommt der und verbeugt sich. Nee, der frisst die Füchse, wird dunkel. Der frisst einfach nur die Füchse. Wir werden gleich wieder anfangen zu frieren. Da drüben ist ganz viel Palladium überall. Von diesem, ja, ganz, ganz viele Kristalle. Okay, wir müssen zurück nach Hause. Und dann packen wir erstmal die ganzen Pads in die Kiste, in die Box. Oh, da sind die kleinen weißen Füchse. Da ist nochmal ein Foxparks. Den müssen wir noch kriegen. Der kann bestimmt gut kämpfen. Gerade mit Level 6. Der rennt weg. Okay, wir haben ihn erwischt. Oh nein, wir haben, glaube ich, keine Pfeile mehr. Wir haben keine Pfeile mehr. Ich habe nicht drauf geachtet. Nein! Oh Gott, jetzt kommt da bestimmt hin. Oh oh. Weg. Wie kommen wir eigentlich nach Hause? Da unten, ne? Das ist doch unser. Da müssen wir nach Hause, oder? Nee, warte mal. Das muss irgendwie. Da bei dem Schnellreit. Da, wo der Turm ist. Da müssen wir hin. Wir müssen in die Richtung. Hoffentlich können wir dem weglaufen. Da müssen wir hin. Ah, sieht auch cool aus, wie das nachts leuchtet hier alles. Da ist dieses komische Lager von denen gewesen. Oh, oh, ich häng fest. Hoffentlich können wir den weglaufen. Nicht, dass er uns hinterherläuft bis zur Werk, wenn wir keine neuen Pfeile herstellen, wenn er uns nebenbei beschießt, wenn wir an der Werkbank stehen. Oh nein, es wird uns auch schon kalt. Da blinkt irgendwas, oder? Ach nee, da läuft nur ein Hühnchen. Und da schläft einer. Ist das gut? Das ist so gut. Oh, was bist du? Oh, hier ist ein Schnellreisepunkt. Das ist, glaube ich, der, den wir von unten schon gesehen haben. Was ist das für ein cooles Vieh?
Ein Tombat. Ich will ein Tombat. Turm des Rain-Syndikats. Und ich will auch ein Nightwing. Alles. Und ein Gumboss will ich auch. So, wo sind wir jetzt zu Hause? Da sind die Steinbögen. Hier sind wir zu Hause. Ach, guck mal, wir haben eine Markierung für zu Hause. Jetzt sehe ich das. Alles klar. Fürs nächste Mal. Da sind wir. Das tut bestimmt ein bisschen weh. Ah, können wir uns hier ranhängen und dann runterklettern? Oder kriegt der Auto... Au, au, au. Nee, ist gut gegangen. Alles klar. Packen wir erstmal unsere Tierchen da. Was liegt hier rum? Stein. Okay, hier geht erstmal alle da rein. Werden die hier drin hungrig? Nee, ne? Hier sind sie irgendwie wie eingefroren. Sehr schön. Die werden also hier drin, kriegen keinen Hunger und haben auch sonst nichts. Die heilen einfach nur hoch. Fastenprofi. Dynamo. Faulpelz. Hitzkopf. Cool, das Schaf. Die haben alle verschiedene Eigenschaften, aber auch nicht dieselben. Also nicht jedes Schaf ist gleich. Das finde ich auch schon mal sehr, sehr cool. Kativa. Samtfutter haben wir schon gesehen. Angsthase und Flink. Alles klar. Achso, wir haben noch keine fünf Stück, haben wir noch nicht gefangen. Ne? Wir müssen noch fünf Lammbälle fangen. Wir haben erst zwei. Das ist kalt an der Werkbank. Ich hätte das Feuer näher ranstellen sollen. Okay, wir stellen nochmal Pfeile ein paar her. Machen wir nochmal 10. Stellt ja mal gleich 3 auf einmal ein. Dann haben wir 30 Pfeile wieder. Und da müssen wir uns am besten auch gleich nochmal gucken, ob wir uns noch ein paar mehr Sphären herstellen können. Wir haben auch schon wieder ganz schön Hunger und wir haben auf jeden Fall einiges an Lebensenergie schon wieder verloren. Wir verlieren sogar jetzt immer noch Lebensenergie. Wir müssen am Feuer direkt stehen. Warte mal, haben die nicht Handwerk? Kann uns nicht einer davon helfen jetzt hier beim Arbeiten eigentlich? Wenn wir jetzt so einen rausnehmen hier, welcher von uns ist denn ein Handwerker? Das ist ein Handwerker. Das auch, die Schafe sind alle Handwerker. Der ist auch ein Handwerker, komm mal her. Unser allererster Perl, du kommst mal mit. Wenn wir den jetzt hier raustun, macht der, arbeitet der mit? Ich will nicht die Tür öffnen. Ja, guck mal, er macht sogar alleine die Pfeile fertig, oder? Ich kann schon mal welche mitnehmen. Achso, jetzt müssen... Ah, alles klar. Naja. Naja. Guck mal, wie er da steht und mitarbeitet. Das ist so gut. Auch wie er das Holz und die Steine und so geholt hat. So, so gut. Aber vielleicht ist es auch eine Sie. Ich weiß gar nicht. Die Tiere haben, glaube ich, auch Geschlechter hier. Ne? Man kann die auch irgendwie züchten später, die Perls. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lange hier stehen. Wir müssen gleich mal ans Feuerchen gehen. Wir müssen uns kurz mal aufwärmen. Du kannst ja einen kurzen Moment alleine weitermachen. Wir stehen mal eine Sekunde am Feuer. So, und wärmen uns mal den Hintern ein bisschen und essen auch gleich nochmal nebenbei was. Hier kriegst du auch gleich nochmal was. Helfende Pfote. Oh, was ist denn jetzt los? Warum greift denn der an? Was haben wir dem getan? Oh Gott. Wir sind sowas von tot. Warum greift er uns an? Und unser armes Tier. Und jetzt kommt noch ein zweiter dazu. Oh oh. Wow. Keine Pfeile mehr. Ach, wir haben ja erst ein paar gecraftet gehabt. Weg hier. Flucht in die Kälte. Nicht gut. Verlieren wir ja weiter Lebensenergie. Holen wir unser Viech zurück. Warum ist der sauer geworden? Wir haben dem nichts getan. Oh, der schießt gleich wieder. Es erwischt uns. Ja. Ah! Es hat uns erwischt. Warum ist der sauer geworden? Wo können wir jetzt wieder spawnen? Du hast alle Gegenstände, deine gesamte Ausrüstung. Ja, ist ja nicht schlimm. Das wissen wir ja. Haben wir ja so eingestellt. Ah, okay. Wir können direkt hier bei uns zu Hause wieder spawnen. Hoffentlich ist er nicht immer noch sauer. Da ist er. Lass mich in Ruhe. Habt ihr nichts getan? Oder ist er einfach nur sauer geworden auf unser Tierchen? Da liegen wir. Oh cool, mit Lootstrahl. Wie ein Ark. Der ist immer noch sauer. Aber warum? Was haben wir dem getan? Er mag, glaube ich, keine Kativas oder wie? Okay, du musst den ablenken. Raus mit dir. Lenk ihn ab. Wir holen unsere Sachen. Opfer dich für uns. Au! Das war knapp. Blödes Vieh. Alles nehmen. Okay. Der ist Level 12, gibt denen aber gar keine Chance. Vor allem, wenn man keine Pfeile hat. Wie hartnäckig der hinter uns her ist.
Oh, das hat sich nicht gesund angehört für unsere Kativa. Aber sie hält ihn erstmal noch eine Weile auf. Wir können uns einen Moment am Feuer kurz mal wärmen. Er kommt immer noch. Hartnäckiges Vieh. Aber warum, möchte ich mal wissen, ne? Warum greift es ja einfach ein aggressives Tier? Dürfen wir nicht so nah rankommen. Ist so ein Tombard einfach aggressiv. Wie sie angerannt kommt. Ich hab keinen Bock mehr. Lass mich in Ruhe. Pack mich wieder in den Ball rein. Ich will nicht gegen das Vieh kämpfen. Ja, komm hierher. Der beruhigt sich doch jetzt hoffentlich wieder. Sieht erstmal so aus. Okay, an die gehen wir auf jeden Fall nicht zu nah ran. Jedenfalls noch nicht. So. Zum Glück wird es auch wieder hell. Dann frieren wir nicht mehr. Können wir in Ruhe Pfeile herstellen. Was für ein mieses Vieh, aber Level 12 auch. Hat ordentlich reingehauen, der Angriff von dem. Okay. Weitermachen. Nehmen erstmal die Pfeile und dann stellen wir auch die letzten her. Du bleibst jetzt da oben. Er kommt schon wieder näher. Er fliegt weg, er fliegt weg. Aber der andere hat sich nicht eingemischt. Ist nur der eine, der sauer geworden ist. Wie unsere kleine Katze gekämpft hat. Wie sauer. Miau. Voll gequält. Von dem Abendvogel. Alles klar, nimm die Pfeile. Jetzt haben wir wieder 24. Das ist eigentlich auch nicht viel, ne? Stell noch mal her. Wie viel können wir denn? Achso, viel mehr können wir nicht. Okay. Ich finde das so, so gut. Gefällt mir richtig. Bau, also bis jetzt hier, das mit dem Crafting gefällt mir. Das mit den Pals finde ich richtig gut, dass die, wie die mitarbeiten, dass die alle irgendwelche Fähigkeiten haben. Dass die aber auch eigene Eigenschaften haben jeweils. Hau ab! So. Okay, und wir haben 12 Sphären und 30 Pfeile. Oh! 29 Pfeile wieder. Sehr cool. So, Stoff können wir herstellen. Oh, stellen wir ein bisschen Stoff her. Den brauchen wir für eine Rüstung, ne? Vielleicht können wir uns eine Rüstung herstellen. Ich glaube, wir sollten erstmal ein paar Ressourcen holen. Wir haben jetzt gar nichts mehr hier. So, mal gucken, ob das reicht. Ich glaube, wir brauchten aber 5 Stoff für so eine Rüstung. Nee. Oh, wie gut. Ja, wir stellen uns eine Rüstung her. Auf jeden Fall. Bisschen mehr Schutz kann ich. Aber wir sollten mal gucken, ob wir so ein Schild herstellen können, was wir gelernt haben. Kann auch nicht schaden. Und dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Rohstoffe erstmal hier. Und dann bauen wir uns, glaube ich, auch erstmal ein kleines Häuschen auf. Dass wir irgendwie mal gucken. Ich will auch mal gucken, wie das Bausystem funktioniert. Dass wir da mal ein kleines Häuschen haben und anfangen. Und dann Lammbälle fangen und... Oh, gefällt mir. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Holzkeule, Fackeln. Ja, wir haben keine Steine mehr, ne? Oder haben wir noch was in der Kiste? Nee. Oh, hat er die automatisch jetzt rausgenommen aus der Kiste, die Steine? Er zeigt 19 Holz an. Ja! Oh, das ist... Und die Dinger, er nimmt das automatisch jetzt raus, ne? Hat das mit der Palbox und dem Radius zu tun? Das ist ja cool. Dann wird Material automatisch aus den Kisten gezogen. Dann können wir ja... Wir haben hier so ein... Oh, was haben wir hier? Eine Megasphäre? Palsaft. Okay, wir sollten mal ein bisschen gucken, dass wir das ein bisschen sortieren. Das heißt, hier kommt Holz, Stein und diese Palsphären. Jetzt haben wir hier noch eine Eisdrüse, die kann da auch erstmal rein. Dafür bauen wir noch eine extra Kiste. Das packen wir mal hier oben hin. Munition dahinter. Essen kann hier oben mit rein. So, Münzen behalten wir in der Tasche. Der Rest muss dann irgendwo hin. Stoff kann auch mal hier mit rein. Wir brauchen mehr Kisten dann auf jeden Fall auch. Und wir brauchen jetzt erstmal Stein und Holz. Holz ist ja noch ein bisschen was da, aber nicht viel. So, warte mal, dann können wir doch... haben wir jetzt unseren Pell noch? Dann sammeln wir was. Oder wir packen die vielleicht einfach mal ins Lager, ne? Das ist noch besser. Obwohl, wir haben keine Betten für die gebaut. So, wenn er mit uns rumläuft, scheint er kein Bett zu brauchen. Alles klar. Wo ist die Axt? Hier ist die Axt. Wir brauchen erstmal Stein. Hol erstmal die Spitzhacke. Was sammelst du? Stein. Ja, das ist gut. Sammel erstmal Stein. Bin zufrieden. Hol erstmal ein bisschen Stein. Das ist ja so gut. Und dann bauen wir, wie gesagt, fangen erstmal an mit der ersten Hütte oder so. Ganz einfach. Mal gucken, wie gesagt, wie das Bausystem funktioniert. Was man sich alles Schönes bauen kann. Vor allem, wie man es auch dann schön einrichten kann. Mit diesen Möbelsets. Oh, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich unseren grünen Ball weggeschmissen, ne? Ja. Ah, ich wollte auf A drücken und bin auf Q gekommen. Ich wollte eigentlich nur einen Schritt zur Seite gehen. Mann.
Und eine Megasphäre. Die war bestimmt gut geeignet, um bessere Tierchen zu fangen. So. Da haben wir doch schon einiges. Schmeißen wir erstmal in die Kiste. Dann holen wir noch ein bisschen Holz. Achso, aber fürs Bauen von dem Haus müssen wir wahrscheinlich die Sachen schon in der Hand halten, das Baumaterial. Oder? Gucken wir gleich mal, ob wir auch ein Haus bauen können, wenn wir hier die Sachen nur in der Kiste haben. Schmeiß mal. Ach, guck mal, er hat auch schon ein bisschen Stein gesammelt. Kommt damit ein bisschen Holz. Und dann rennt er wieder los. Ist das gut? Das ist so gut. So, Axt raus. Bäumchen holen. Man merkt schon, dass wir ein bisschen mehr Ausdauer haben. Ne? Man sieht dort noch die helfende Pfote. Das ist so gut, weil er draußen ist und rumläuft und uns hilft beim Schleppen von ein paar Sachen. Und ein paar Sachen sammelt dann einfach. So, den fällen wir doch und dann gucken wir mal, ob das... Vorsicht! So gut wie da rumflitzt. Ich finde das so super. Ich freue mich drauf, wenn wir mehrere von denen dann haben, die hier rumflitzen. So, schmeiß mal das Holz da rein. Können wir eigentlich auch auf... Ja, können wir. Sehr praktisch. Und Fasern. Saatgut. Die Dinger. Stapeln die nicht mehr? Nee, stapeln. Achso, das ist andere Munition. Weil dann stapeln die nicht höher als 5. Hier, pass mal auf, pack das auch ruhig da rein. Was haben wir hier noch? Fleisch. Das. Okay. Achso, das Feuer muss da irgendwie dann weg, weil ich will das Haus, will da ein Haus haben. Futtertrog haben wir neu und die Viehfarm. So, bauen. Er zeigt's an. Holzfundament. Ja, das ist ja super angenehm. So, wir müssen aber innerhalb von dem Radius bleiben, ne? Wir müssen auch die Werkbank und so nochmal umsetzen. Lass uns mal gucken, wo ist denn unsere Palbox? Da steht sie. Wir richten das mal so ungefähr auch daran aus, dass wir dann schön das mit den Steinbögen im Hintergrund haben. Vorsicht. So. Okay. Haben wir nicht mehr Holz? Können wir nicht mehr bauen? Wie kann man eigentlich Sachen abbauen? Hallo? Rückbaumodus steht da unten noch. Auf C. Ah, da können wir es wieder abreißen. Okay, das ist cool. Abreißen kann man also Sachen. So, und wie bauen wir jetzt aber... Wir haben auch noch Holz. Wie bauen wir denn jetzt... Ah, bauen. Bauen in Folge. Rechtsklick, dann drehen. Okay, also mit Rechtsklick können wir mehrere Teile anscheinend nacheinander setzen. Ja, super. Das ist sehr schön. Ja, das Feuer muss da weg. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass wir das abreißen. So... Geh mal raus hier, dann bauen. Rückbauen. Kriegt Material wieder raus. Was kostet denn ein Feuer, wenn man es neu baut? Kostet 10 Holz. Wir haben 10 Holz wieder rausbekommen. Also alles. Sehr cool. Wir kriegen anscheinend die Materialien wieder raus. Finde ich super. So, okay. Vorsicht, Kativa. Level up. Sehr schön, wir sind Level 6. Achso, ich habe wieder links geklickt. Wir müssen ja rechts klicken. Können wir noch eine Reihe weiter nach hinten oder sind wir dann raus aus dem Radius? Nee, sind wir nicht, ne? Huch. Das hat er andersrum gedreht. Das gefällt mir nicht. Nee, das müssen wir nochmal abreißen. C. Macht er nicht? Doch, macht er. Rückbaumodus. Gibt 2. Was kostet 1, wenn wir es bauen? 2. Sehr cool. Man kriegt also das volle Baumaterial wieder raus. Das ist natürlich sehr schön. Okay, fangen erstmal mit einem ganz einfachen kleinen Häuschen an, würde ich sagen. So, wir können also auch Wände bauen. Wir können hier Holzwand mit Fenster. Hier ist eine Tür. Okay, es gibt aber anscheinend nur einfache Dachschrägen, ne? Jedenfalls hier bei den Holzteilen. Oder vielleicht kommt hier noch was. Aber bis jetzt gibt es nur einfache Dachschrägen. Das heißt, wir können auch nur ein ganz einfaches Haus bauen erstmal. Aber soll ja zum Anfang reichen. Ganz einfaches Häuschen, wo unser Bett dann mal drin stehen kann. So, also eine Tür. Machen wir hier in die Mitte. Dann... Achso, passt nicht. Kann nicht gebaut werden. Ein anderes Objekt ist im Weg.
Huch, jetzt habe ich das Dings eingesammelt. Wollte ich gar nicht. Tür aufmachen. Da kann man keine Treppe ranbauen. Ist zu nie, haben wir zu niedrig gebaut. Hätten wir höher bauen müssen, damit man die Treppe nutzen kann. Ja. Na gut, dann brauchen wir keine. Ist ja aber auch so, ist ja auch gerade mal eine Stufe. Halt, falsche Taste. Dann bauen wir mal Fenster. Ein, da hinten ist schon wieder der Vogel, ne? Zwei. Machen wir an der Seite auch mal ruhig eins. Drüben an die Seite eins. So, und nach hinten raus. Ruhig mal zwei. So, alles klar. Dann normale Wände. Wie viel Holz haben wir noch? 50, 60, knapp 60. So, zack, zack, das. So. Und dann machen wir... Kann man das ja drehen, so rüber. Dann machen wir hier... Achso, wieder mit rechts. Muss ja Rechtsklick machen. Zack. Zack. Ah, da kommt der nächste Vogel. Warum kommen die jetzt alle an hier? Was soll das? Lass mich in Ruhe bauen. So. So. Der hört sich auch schon, das hört schon wieder aggressiv an, was da draußen rumflattert. Warum ist hier schon wieder irgendwas... Wer bist du? Der sieht ja auch cool aus. Mit so einem Hexenhütchen auf. So ein kleiner U oder sowas. Ah, was? Er ist schon wieder sauer. Lass mich in Ruhe. Warum? Ich hab dir nichts getan. Warum sind diese garstigen Viecher auch genau hier jetzt? Level 10. Wir müssen weg. Wir können ihn ja ein bisschen dazu bringen, dass er uns in Ruhe lässt. Wenn wir weit genug weglaufen, ne? Im letzten Mal hat es jedenfalls geklappt. Er ist immer noch sauer. Und... Ist, glaube ich, nicht mehr sauer. Wir müssen was essen. Unser Tisch muss auch was sein. Oh, guck mal, hat auch ein Level abbekommen. Ist auch Level 6 geworden. Levelt die mit uns mit? Wenn wir die dabei haben? Ist ja cool. Wir müssen diese Viecher hier loswerden, ne? Ach, hier haben wir auch schon wieder ein Level ab. Ja. Guck mal, Verteidigungswert ist gestiegen, weil wir eine Rüstung anhaben. Und Lebensenergie anscheinend auch nochmal. Ich möchte aber nochmal... Achso, wir müssen ja erstmal hier drauf gehen. Ich möchte aber gerne nochmal mehr Ausdauer oder doch mehr Leben. Mehr Leben. Erstmal nochmal mehr Leben. So, das Vieh ist da unten. Level 10, das ist der niedrigere von beiden. Guck mal, sieht doch schon ganz nett aus, unser erstes kleines Häuschen. Du mistiges Mistvieh. Wir müssen ja auch immer noch Lammbälle fangen. Da oben waren doch gerade noch welche, ne? Und da waren, glaube ich, auch noch welche. Aber hier oben sind auf jeden Fall gerade noch welche rumgelaufen. Der muss weg hier. Oh, Leute, wir müssen langsam zum Ende dieser Folge kommen. Wir sind ja schon bei fast 40... Da sind Lammbälle. Die holen wir noch kurz und dann kommen wir zum Ende der Folge. Da ist ein Level 1 und ein Level 4. Vorsichtig, nur noch einen Fuß schießen. Ah, er greift an. Ich konnte keine Dings werfen. Jetzt. Geht nicht. Jetzt aber. Ja. Ah, da kommt der nächste. Ist das gut. So, Level 4er. Der höchste, den wir dann haben, wenn wir ihn erwischen. Ah, nur 50%, aber wir werfen trotzdem mal. Komm schon. Dann haben wir 4, ne, wenn wir den erwischen. Ne, das war unser 5er. Super. Okay. Wie cool. Fünf von denen, aber wir brauchen unbedingt dann so eine Farm. Aber erstmal müssen wir diesen Vogel loswerden, beziehungsweise fangen müssen wir ihn. Wir müssen ihn fangen. Welches Level haben wir jetzt? Level 6, ne? Der ist Level 10. Ich guck, wir bauen dann, glaube ich, erstmal ein mieses Bett ins Haus. Guck mal, jetzt wo er gerade nicht da ist, können wir nochmal schnell ein Dach draufsetzen hier, oder? Aber man kann es auch drehen, das ist praktisch. Dann drehen wir es mal richtig hin. Gerade hat es doch hier ran. Hallo? Dach? Warum gehst du da nicht ran? Nicht mit dem Bauwerk verbunden. Ja, ich sehe, dass es nicht mit dem Bauwerk verbunden ist. Aber warum nicht? Hallo? Warum geht das da nicht ran? Da geht's ran. Da oben geht's nicht ran. Kann man die Snap Points irgendwie nehmen? Man kann es nur drehen, ne? Hm?
Okay, vielleicht bauen wir auch noch kein Dach drauf, weil es nicht da ransnappen will an den richtigen Punkt. Dann warten wir da bis zur nächsten Folge. Ah, okay, hier will er ran. Dann vielleicht bauen wir erstmal eins unten ran. Hallo? Und dann eins oben drüber. Vielleicht geht das. Dann können wir das untere später wieder wegnehmen. Jetzt will er das auch nicht mehr. Da geht's nicht. Ah! Können wir jetzt noch eins oben drüber setzen? Ja, das geht dann wieder. Dann können wir da eins ransetzen. Ich sollte mal Rechtsklick wieder benutzen. Zumindest hier können wir eins ransetzen. Okay, nehmen wir die unteren wieder weg. Mal sehen, ob die oberen dann... Halt, da war es doch gerade. Ob die oberen dann stehen bleiben. Jetzt geht doch mal hier hin. Okay, hat sich auch das Snappoint-Bingo von Ark abgeguckt. Ja. Geht nicht. Ja, geht schon, aber geht schwierig. Halt, da war es wieder. Vielleicht können wir es auch direkt gleich oben ansetzen. Komm schon. Nee, da wieder nur unten ansetzen. Ah. Ah, ich habe wieder links geklickt. Ja, wir haben es gleich. Wir haben gleich zumindest eine Seite zu. Komm schon. Ja. Wenigstens das. Und jetzt Rückbaumodus. Weg. 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 Bleibt drauf. Alles klar. Wo ist der Vogel? Weit weg. Das gefällt mir. Er soll richtig weit. Da oben ist der andere. Nee, ist er. Der ist, glaube ich, einmal rumgeflogen. Okay, ihr Lieben. Wir müssen zum Ende kommen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.